Who am I? Wer bin ich? Why are you asking me? Warum fragst du mich? Ist es eine Kombination aus meinem Körper? Nein, aber warum fragst du mich nach dir selbst? Es ist mein lautes Denken. Ist es eine Kombination aus meinem Körper, meinem Geist, meinem Intellekt, meinen Emotionen, meiner Energie und Atma? Nun, wenn du bist lebendig, nicht wahr? Bist du lebendig? Bist du sicher? Jetzt bist du lebendig, gesund und munter und sitzt genau hier. Wenn das so ist, warum fragst du mich, wer bin ich? Das ist wie zwei Psychiater gingen am Strand spazieren. Der eine von ihnen schaute den anderen von Kopf bis Fuß an und sagte, du scheinst in Ordnung zu sein. Was ist mit mir? Das ist wie das. Du bist am Leben und sitzt hier und du fragst mich, wer bin ich? Was soll ich dir sagen? Ich kenne nicht mal deinen Namen. Indira? Was auch immer ich dir jetzt sage, wenn ich dir sage, du bist Atman, gefällt dir das, weil du vom hinduistischen Hintergrund kommst? Dann wirst du mich fragen, wo ist mein Atman? Dann sage ich dir, dein Atman, siehst du diese zwei Lichter? Dort, diese fokussierten Lichter. Es sitzt immer zwischen zwei Lichtern. Nun, das ist eine lächerliche Geschichte, du würdest sie nicht glauben wollen, aber du würdest es mögen, wenn ich dir eine ausgefeiltere und wundervolle Geschichte erzähle. Dein Atman ist so, es hat die Form von einem Ei, es, du weißt schon, ist unveränderlich, es ist unzerstörbar und das und das. Das ist nur ein Märchen, nicht wahr? Alles, was für dich keine lebendige Erfahrung ist, ist nur ein Märchen, nicht wahr? Wenn du daran glaubst, macht es keinen Unterschied. Wenn du nicht daran glaubst, macht es immer noch keinen Unterschied. Wenn du deine eigene Natur erlebst, wird es einen enormen Unterschied machen. For more on Sadhguru, visit www.ishafoundation.org.